Hey Leute, was geht? Hier ist Rusen und herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge und heute geht's los mit unserem Projekt Road to Liga 1. Road to Liga 1 Titel ohne Niederlage. Das ist das Projekt, was wir angehen wollen und ja, das wird auf jeden Fall spannend werden. Ich weiß schon, wie es ausgegangen ist, ihr noch nicht und das wird der Inhalt der nächsten Folgen sein, denn ich ja, kommentiere das Ganze jetzt hier im Voraus, denn wie ihr wisst, bin ich jetzt 10 Tage im Urlaub mit dem guten alten Julian und deshalb gibt es auch jetzt für circa 2 Wochen keine Weekend League, wie bereits angekündigt, sondern ja, Liga-Gameplay. Allerdings kann ich euch versprechen, es wird auch richtig geil, richtig spannend und richtig geile Tore sind da gefallen. Da habe ich wirklich teilweise richtig geile Tore rausgespielt, die schönsten bisher aus FIFA 18 sozusagen. Denn ich habe mir so ein paar Tricks neu rausgesucht und die immer mal wieder gemacht. Zum Beispiel der Bolasie-Flick und das Gegenstück vom Bolasie-Flick, der El Tornado. Den El Tornado können ja nur ganz bestimmte Spieler ausführen, zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Griezmann, glaube ich, Roberto Carlos, Bolasie kann den, glaube ich, sogar auch. Und ansonsten glaube ich echt nicht so viele, aber der Trick ist unfassbar OP. In meiner Mannschaft kann den nur Cristiano Ronaldo ausführen, was relativ schade ist, aber dafür macht er das wie kein Zweiter. Was der für Tore da geschossen hat, war unfassbar geil. Und wie gesagt, jetzt geht's rein, endlich in die Liga. Schon etwas kurios, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis ich endlich in die Liga mal reinstarte, beziehungsweise ich bin noch nicht frisch in die Liga gestartet jetzt, also was heißt noch nicht, ich bin jetzt nicht frisch in die Liga gestartet, sondern war bereits in Liga 8. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann wir Liga 10 und Liga 9 gespielt haben. Müsste allerdings sehr, sehr am Anfang gewesen sein von FIFA 18. Da konnten wir zum Glück auch jedes Spiel gewinnen von Liga 10 und Liga 9, was aber auch eigentlich relativ einfach meistens ist, da ja Liga 10 und Liga 9 meistens durch Spieler vertreten ist, die neu mit FIFA 18 anfangen und so weiter. Und das ist natürlich dann auch dementsprechend, ja, kein Diss gegen die, aber dementsprechend spielt sich dann halt ein bisschen einfacher in den höheren Ligen, was ganz klar ist. Und ich bin reingestartet in Liga 8 mit meinem Road to Glory Team. Ich hatte da ja überlegt, irgendwas anderes zu bauen und so weiter, aber ich wollte dann einfach ja komplett mit meinem Road to Glory Team spielen, denn von Liga 8 bis Liga 1 sind es glaube ich so um die 50 Spiele ungefähr und dann 50 Spiele nochmal mit R9 und so weiter zu spielen ist auf jeden Fall auch nochmal gutes Training, weil den R9 konnte ich jetzt in einer Weekend League testen und in der nächsten habe ich ja nur 10 Spiele gemacht, von dem her war es auf jeden Fall mega nice, da nochmal so ein bisschen mit R9 zu trainieren, der hier den El Bolasie, bester Name aller Zeiten, ne, der Bolasie Flick von einem guten Ronaldo und dann der Pass auf den anderen Ronaldo. Und ja, der Rea durfte dann auch immer die Elfmeter schießen. Der ist jetzt schon seit, glaube ich, 600 Spielen in unserem Verein, hatte allerdings erst ein Tor. Da mussten wir die Statistik natürlich auf jeden Fall ein bisschen aufbessern, damit er auch auf jeden Fall richtig Torgefahr ausstrahlt auf seiner Karte. Und die Frage der Episode heute ist auf jeden Fall, in welcher Liga seid ihr und was wollt ihr noch so erreichen? Beziehungsweise, ja, schreibt mir gerne mal rein, in welcher Liga ihr seid und was euer Maximalziel war. Was heißt Maximalziel? In welcher Liga ihr, also in welcher Liga ihr schon mal wart. Die höchste Liga, jetzt habe ich es. Sorry für den Versprecher. Vor kurzem in einer Episode habe ich auch den Todesfail rausgehauen, als ich gesagt habe, ich war beim Länderspiel Deutschland gegen Berlin, Alter. Als ich das in den Kommentaren gelesen habe, dachte ich nur, what the fuck, hast du nicht gesagt, Deutschland gegen Berlin, alles klar, dazu fällt mir auch nichts ein, war natürlich Deutschland, Brasilien, aber das war euch natürlich auch bewusst. Und wir gewinnen damit die Liga Nummer 8 mit, ja, 5 Siegen können wir die abschließen, jedes Spiel souverän abgeschlossen, wo man auch dazu sagen muss, dass ich mit meinem Team einen extremen Vorteil habe gegenüber meinen ganzen Gegnern, weil mittlerweile ist das Team einfach unfassbar stark, dadurch, dass wir jede einzelne Weekend League gespielt haben bis zum Monat April, konnten wir uns jetzt echt wirklich die heftigsten Spieler holen und dadurch haben wir natürlich einen extremen Vorteil, denn in der Liga, vor allem halt in den höheren, spielt man hauptsächlich gegen Leute, die halt keine Weekend League spielen. Ich denke mal, Liga spielen dann halt auch so Leute, die halt nicht so viel Zeit haben für die Weekend League, was absolut verständlich ist. Und dementsprechend hatte ich dadurch mein Team halt einen absoluten Vorteil. Und das habe ich dann halt auch in sehr, sehr vielen Spielen dann gemerkt. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft 10-0 gewonnen. Das werdet ihr auf jeden Fall noch sehen.
Ich habe natürlich auch immer versucht, ein paar schöne Tore zu schießen, aber die ersten 2, 3, 4 Tore jedes Spiels habe ich dann auch manchmal ja relativ eiskalt ausgespielt, weil mein absolutes Ziel dieses Jahr ist, das 63-0-0 zu schaffen. 63-0-0 bedeutet, von Liga 10 bis Liga 1 Titel jedes Spiel zu gewinnen, keins unentschieden zu spielen und keins zu verlieren. Und ich habe schon so ein paar Nachrichten bekommen auf Instagram, dass ich gegen den YouTuber aus England gespielt habe, ToSync FIFA. Genau, dazu kann ich allerdings sagen, ja, dass das nicht in diesem Run von Liga 10 bis Liga 1 war. Das war dann, nachdem ich die Liga 1 bereits einmal gespielt hatte, habe ich danach die Liga 1 nochmal ein bisschen gezockt, weil es einfach unfassbar geiles Training ist, auch die Liga 1 zu spielen. Macht auf jeden Fall mega Spaß und da spielen auch echt viele gute Gegner. Von dem her habe ich dann noch, ja, im Nachhinein ein bisschen Liga 1 gezockt. Also das Spiel gegen diesen englischen FIFA-YouTuber ist auf jeden Fall irrelevant in Bezug auf meine Challenge, von Liga 10 bis Liga 1 alle Spiele zu gewinnen. Das werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Ob ich es geschafft habe, ist natürlich jetzt noch die Frage. Dazu möchte ich jetzt aber auch keine Spoiler raushauen. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Das kann ich euch verraten. Denn wann schafft man schon mal 63 Siege in Folge zu holen? Denn ich habe so ziemlich alle Spiele innerhalb von 2, 3 Tagen gespielt. Das war auf jeden Fall schon gut anstrengend. Aber da waren auch viele Rage Quits dabei, wodurch es dann auch gar nicht mal so lange gedauert hat. Und dadurch, dass ich am Wochenende vorher die Weekend League mal einigermaßen pausiert hatte, war es dann auch nicht so schlimm für mich, so viele Spiele in 2, 3 Tagen zu machen. Hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit währenddessen ein paar Streams reingezogen, meistens Fortnite von Monte, bester Mann an dieser Stelle. Und ansonsten ja einfach so ein bisschen chillig FIFA spielen und ein paar Streams gucken. War auf jeden Fall eine coole Sache. Und mittlerweile läuft es ja auch richtig, richtig gut. Wir können jedes Spiel hier gewinnen. Für die nächsten Folgen habe ich auch ein paar Themen vorbereitet. Da möchte ich über ein paar Sachen sprechen. Ich habe auf Twitter auch nach ein paar Fragen gefragt. Hört sich auch komisch an. Aber ihr konntet mir da Fragen stellen. Die werde ich dann alle in dem nächsten Video beantworten. Natürlich nicht alle, aber so viele wie möglich. Dann möchte ich noch über mein Dream Team in der übernächsten Folge wahrscheinlich reden, was ich jetzt vorhabe in nächster Zeit, wie ich mein Team aufbauen möchte und so weiter. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich ansprechen will. Es wird insgesamt jetzt mit diesem Video 4 Videos geben, bis ich wieder zurück bin. Und dann sollte es eigentlich auch so bald wie möglich wieder weitergehen mit der Weekend League. Die möchte ich natürlich dann auf jeden Fall auch relativ bald wieder spielen. Heißt allerdings, dass wir im Monat April keine krassen Monatsrewards bekommen werden. Aber ist auch halb so wild. Die letzten 2 Monatsrewards waren wieder absolut schlecht. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich so viel Glück haben konnte, Neymar und De Gea zu ziehen. Mittlerweile ist das Packlack wieder, ja, bei einer Realität angekommen, sage ich mal. Und ich ziehe monatlich wieder die letzte Scheiße. Von dem her ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass wir im April die Monatsrewards verpassen. Von dem her mache ich mir da keinen Kopf. Ich möchte ja auf jeden Fall spielen, wenn die Team of the Season Rewards rauskommen. Aber ich denke mal, das Team of the Season kommt frühestens Ende April. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass EA dann instant diese TOTS Rewards raushaut in der Weekend League. Ich glaube, das ging damals auch nicht mit der Premier League los. Premier League TOTS war, glaube ich, das erste Team of the Season nach dem Most Consistent Team of the Season. Und da konnte man auch noch keine Weekend League Preise gewinnen in Form von TOTS-Karten. Ich glaube, das ging dann erst mit der Ligue 1 los oder so. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Und es kann natürlich auch sein, dass EA das dieses Jahr ganz anders macht. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann möchte ich auf jeden Fall durchziehen. Denn dann möchte ich natürlich auch die ganzen Team of the Season Rewards absahnen. Denn da kann man einfach unfassbar viel Gewinn machen. Weil mit TOTS Rewards erhöht sich halt die Wahrscheinlichkeit, viel krassere Spieler zu ziehen als nur Informs. Und dadurch kann man sich natürlich auch den ein oder anderen First Owner Team of the Season sichern mit etwas Glück. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich denke, dass mein Team sich zum Team of the Season nochmal krass verändern wird. Darauf möchte ich aber in einer anderen Folge kommen. Wie gesagt, wenn ich nochmal über mein Dream Team reden möchte. Ich habe da auf jeden Fall noch einiges vor mit meinem Team. Und FIFA 18 ist für mich auch noch lang nicht abgeschlossen. Wir werden das locker noch bis Ende Juli spielen, denke ich. August ist dann auf jeden Fall tot, wahrscheinlich. Da muss schon einiges passieren, dass ich im August noch Weekend League komplett durchziehe.
Aber lassen wir uns mal überraschen, man weiß ja nie. Am Ende spiele ich doch, aber wer weiß. Müssen wir einfach mal schauen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr in FIFA 17 bis August durchgezogen oder wart ihr dann schon im Mai, Juni, Juli raus? Ist natürlich auch immer richtig eklig, wenn es dann ab, ja, ich sag mal Mai, Juni so richtig heiß wird und dann am Wochenende noch die Weekend League zu zocken, ist es schon echt anstrengend. Aber ich schaue einfach mal, je nachdem wie unser Team dann Ende Juli aussieht, ob es da noch Verbesserungspotenzial gibt, wo ich eigentlich nicht von ausgehe, denn mittlerweile sieht mein Team eigentlich schon nach einem Dream Team aus, wie ich finde. Hätte ich niemals gedacht, dass mein Team jemals so krass aussehen wird. Aber da ist definitiv noch einiges möglich. Zum Beispiel Alessandrini haben wir seit fast Anfang an. Der hat schon über 800 Spiele für unseren Verein gemacht. Und ich möchte ihn eigentlich auch eigentlich nicht austauschen, weil der unfassbar geil ist. Aber da ist auf jeden Fall auch Luft nach oben. Der hat ja nur eine 82er-Karte, da kann man sich dann auch mal so ein Bale hinstellen. Wäre unfassbar geil, würde er denn eine Tots-Karte bekommen. Aber ich glaube nicht. Ich habe vor kurzem mal so ein paar Tots-Predictions angeschaut. Und da war der eher nicht vertreten. Von dem her denke ich, dass der da nicht reinkommen wird. Aber Salah wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Mehr möchte ich dazu aber auch nicht verraten, denn wie gesagt, über mein Dream Team möchte ich in einer der nächsten Folgen reden. Heute war die Liga Nummer 8 und die Liga Nummer 7 dran. Konnten wir beide Ligen easy durchmarschieren und holen uns damit auch die 18 Punkte in Liga Nummer 7. Und man kann damit sogar echt gar nicht mal so wenig Münzen machen. Vor allem mit Liga 1 kriegt man, glaube ich, 15.000 Münzen, wenn ich mich nicht irre. Für 8 Spiele geht eigentlich in Ordnung, wie ich finde. Ist ganz nice. Hier seht ihr meine Statistik, 20:0:0, 109 Tore, 4 Gegentore, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn es heißt Road to Liga 1 ohne Niederlage, die Challenge. Ob ich es schaffe oder nicht, werdet ihr sehen. Macht's bis zum nächsten Video gut, haut rein und ciao.